Hi und herzlich willkommen hier wieder auf der Ram Truck Ranch. Wir haben uns hier mal ein bisschen im Radkasten gemütlich gemacht. Das ist unser neuester Umbau und das sieht schon ziemlich spektakulär aus. Das hier ist ein 35-12-25, das heißt, das Rad ist schon 35 Zoll hoch. Und das sieht auf dem gesamten Auto, wenn wir uns das hier mal im Gesamten anschauen, schon ziemlich mächtig aus, wenn ich mit meinen 1,82 fast nicht in die Ladefläche schauen kann. Was haben wir hier gemacht? Wir haben ein 6 Zoll Fahrwerk verbaut. Das haben wir gepaart mit einem 2,5 Zoll Bodylift. Details kommen gleich. Und ein Satz 35er Räder mit einem sehr großen Offset, also eine ganz heftige ET, dass das Rad richtig schön weit rauskommt. Um die Räder wieder abzudecken, haben wir hier die breiten Pocket-Style-Dinger verbaut. Ja, und der ganze Apparat ist halt schon wirklich massiv hoch. Der Clou an der Sache, das Auto hat das serienmäßige Luftfahrwerk, was wir beim Ram mitbestellen können, was auch eigentlich ziemlich viel Sinn macht, weil es echt eine super Sache ist. Und das haben wir jetzt auch noch ganz ausgefahren. Also das ist jetzt so die absolute Maximumhöhe, was so ein Auto haben kann. Das sind jetzt oben an der Dachfinne gemessen 2,23 Meter. Und das für ein Pickup schon anständiges Maß. Da kann man sogar in den USA sich langsam mit sehen lassen. Das Luftfahrwerk bietet uns die Möglichkeit, das in 5 verschiedenen Fahrhöhen zu fahren. Wir haben das hier mal so ein bisschen zusammengefasst an so einem Zettelchen, damit ich mir das A nicht merken muss und nicht jedem Kunden einzeln erklären. Offroad 2 Fahrhöhe ist also am Dach 2,23. Da fährt das Auto 35 km/h. Wenn diese überschritten werden, geht es automatisch in den Offroad 1 auf 2,20 Meter runter. Werden hier 65 km/h überschritten, geht es runter auf 2,17 Meter. Das ist diese ganz normale Fahrhöhe. Da fährt das Auto bis zu seinen 175, wo es dann abgeriegelt ist. Wenn er auf der Autobahn ist, hat man die Option, das Fahrzeug in den Aerodynamikmodus absenken zu lassen. Das hilft bei dem Auto jetzt nicht mehr so richtig mit der Aerodynamik. Aber wir können ihn zum B-Entladen, Oma rein- und rausschmeißen, Moped auf die Ladefläche schieben oder sonst irgendwas noch bis auf 2,12 Meter von der Dachkante absenken. Das sind also schon mal 11,5 Zentimeter. Die wir mit dem Luftfahrwerk hier noch machen können, um das Auto auch mal irgendwo noch vielleicht so ein bisschen unter den Carport zu kriegen oder damit es ein bisschen einfacher ist beim Einladen. Ne? Den gleichen Weg machen die anderen Luftfahrwerkautos auch, nur halt auf einem ganz anderen Level. Da ist unsere Normalfahrhöhe ungefähr so 1,96, was die Dachfinne angeht, und dann machen sie einen Weg nach oben und unten. Das ist unverändert der Weg, ist halt nur eine andere Ausgangshöhe. Was ist ein Bodylift-Kit? Viele von euch kennen das, viele aber auch nicht. Ein Bodylift-Kit ist immer super schwer zu zeigen, weil das alles versteckt ist. Das sieht man nicht. Wir haben den Rahmen vom Auto und es ist keine selbsttragende Karosserie, sondern wir haben wie bei einer Kutsche einen richtigen Rahmen. Und diese Karosserieteile, also Ladefläche und das Fahrerhäuschen, sind da eigentlich nur draufgeschraubt. Grundsätzlich würde das Auto auch ohne den Quatsch oben drauf fahren. Und das nehmen wir ab, setzen da ein Klötzchen zwischen, schrauben das wieder fest, setzen die Stoßstangen noch hoch, verlängern ein paar Kabel, ändern so ein bisschen hier und da. Und das bringt das Auto schon mal um diese 2,5 Zoll rauf. Ne? Also da haben wir schon mal 6 cm Karosseriehöhe gewonnen. Und wenn wir jetzt noch unser 6 Zoll Fahrwerk mit nach drauf packen, dann stützt sich das Auto nach unten noch mal weiter ab und wir kriegen diese extreme Fahrhöhe realisiert. Hier sieht man auch so ein bisschen was von diesem Luftbalk, da können wir jetzt mal schön reingucken. Hier unten ist der Luftbalk, der ist unverändert, das ist der originale. Und hier oben drauf ist dann die Verlängerung, die jetzt da oben so in den Radkasten reingeht. Das ist dann ein Teil des Fahrwerkkits, was die Sache nach oben hin verlängert. Wir machen das Ganze mit ein paar Fox-Stoßdämpfern, dass wir auch die höhere Fahrhöhe ein bisschen stabiler hinkriegen. Das Auto soll ja im Endeffekt eigentlich besser fahren als vorher. Deswegen unten ein bisschen breiter werden, ein bisschen straffere Stoßdämpfer und dann kriegen wir auch diesen höheren Schwerpunkt super aufgefangen. Ja, das ist jetzt hier mal der Blick von vorne. Das sieht natürlich super massiv aus. Wir haben hier einen Laramie Sport mit dem Black Package. Da wirkt diese massive Front jetzt mal so richtig. Man muss einfach alles höher legen und dann sieht das gut aus. Ich glaube ja auch viele von euch, die Generation 4 von vorne viel schicker fanden als die Generation 5 mit diesem neuen Gesicht. Aber ich denke mal, spätestens jetzt sind wir uns einig, dass das von vorne sehr gut aussieht. Da gibt es, glaube ich, keine mehr, die da sagen. Hier oben haben wir noch ein Backschild drauf gesetzt. War noch nicht hoch genug, die Nase. Bisschen verlängern, ne? Ist beim Generation 5 eine ziemlich flache Geschichte, finde ich aber
cool, macht das nochmal ein bisschen schick. Klar, so ein Ding hat natürlich auch die Performance Hood drauf. Die kann man von da unten besonders gut sehen. aber das macht schon was her. Da haben wir jetzt schon einige von verkauft. Das heißt, sowas kann man jetzt demnächst wahrscheinlich auf der Straße sehen. Und das geht jetzt hier richtig los. Genauso in der Kombination mit den Rädern. Wir sind gerade noch an einer anderen Felge dran, dass wir noch eine Alternativfelge anbieten in der Größe, die dann ebenfalls geprüft ist. Das ist immer so ein bisschen das Thema, warum man auch so spät erst mit sowas aus dem Quark kommt. Prüfen, 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 prüfen. Wir wollen für alles TÜV haben. Wir wollen alles super legal haben, dass ihr hier, egal wo ihr mit dem Ding hinfahrt, damit kriegt ihr keine Probleme. Die Papiere sind sowas von wasserdicht. Deswegen ist auch eine Felgenauswahl eher gering. Aber wir sind gerade noch an zwei Alternativen dran, um dann noch einen anderen Look zu machen. Wer sagt, das ist super, aber das ist mir einfach eine Nummer zu heftig, weil ich brauche das im Alltag noch, möchte aber auch keinen 0815 Ram fahren. Für den habe ich einen sehr schönen Umbau. Ist schon fast mein Favorit, weil das Auto einfach super stimmig aussieht. Den habe ich vorne stehen. Ein Limited Black auf der Serienfelge in größeren Reifen. Und wir haben nur das 6 Zoll Fahrwerk gemacht. Bodylift Kit weggelassen. Was aber auch heißt, wir können auch alles einzeln machen. Das heißt, ich kann euch nur ein 2,5 Zoll Bodylift machen. Auto ist was höher. Ihr habt die Anhängerkupplung aber noch auf der serienmäßigen Höhe und habt keine Probleme mit euren Hängern. Oder wie der Kollege jetzt, einfach nur ein Fahrwerk, weil er ein bisschen dickere Räder haben will. Schauen wir uns mal eben an. Hier ist der Kamerad. Ich hatte im vorletzten Video, habe ich bei den 2500ern auch den Limited Black vorgestellt. Das ist hier genau das Auto, was ich damals vorstellte. Unterschied zum normalen Limited. Wir haben die schmalen Limited-Scheinwerfer, aber ohne Chrom innen drin. Alles schwarz auslackiert. Die gesamte Front in schwarz und hier jetzt mit dem 6 Zoll Fahrwerk drin. Das Auto steht jetzt in seiner Normalfahrhöhe. Das heißt, ganz normale Standardfahrhöhe, wie eben erklärt. Da geht jede Fahrgeschwindigkeit, das ist so richtig, wie das Ding immer rumsteht. Und wir können noch 2 Etagen nach oben, also nicht vergessen. Limited Black, Performance Hood, alles schwarz, alles schick. Sieht von vorne richtig gut aus, finde ich. Wenn wir jetzt hier an der Seite schauen, die Limiteds kommen mit einer 22 Zoll Felge in so einem Anthrazit-Farbton. Also ist nicht ganz schwarz, ist so ein bisschen grau. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schicker Farbton. Dahinter haben wir eine Distanzscheibe gesetzt, um das Rad ein bisschen weiter rauszuholen. Und haben hier jetzt einen 35er Reifen draufgezogen. Ne? Wieder der gleiche Durchmesser wie hinten. Ein bisschen ja, alltagstauglicheres Profil. Auch mit einer Schneeflocke. Das heißt, das Ding können wir das ganze Jahr überfahren. Haben da im Winter kein Problem. Und ich habe die Verbreiterung auch mit ein bisschen weniger, ja, mit ein bisschen weniger Abdeckung, dass ich auch das noch, was normalere Felge angeht, auch nur genau auf der Kante abdecke. Ne? Sieht halt doof aus, wenn das Rad da irgendwo drin steht und wir so viel Plastik hier oben haben. Ne? Deswegen hier die schmale Version. Ja, und jetzt lässt ihr ihn einfach mal ein bisschen auf euch wirken, das Auto. Wie gesagt, Limited Black mit allem, was wir so haben. Abgasanlage drin, unsere Gasanlage ist drin. Wir haben hinten einen lackierten Deckel drauf. Die Räder, also einfach ein sehr, sehr schickes Auto. Und ich finde, der ist einfach super stimmig. Es müsste quasi jeder Ram genau so aussehen, weil das sieht so aus, als wäre das dafür gemacht. Wer also auch Bock auf so ein Ding hat, kommt vorbei. Lasst euch das mal ausrechnen. Ne? Wir können auf aktuell bestehende Rams den ganzen Krempel hier bauen. Ihr könnt das Auto bei uns so fertig kaufen. Wir können auch Autos ohne Luftfahrwerk umbauen. Und wir können natürlich auch die Generation 4 Fahrer. Da haben wir auch super schöne Fahrwerke im Programm. Da können wir ähnliches Portfolio anbieten. Also, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.